So, meine Freunde, herzlich willkommen in der nächsten Folge. Wir brauchen Essen. Das wissen wir schon, wir brauchen Essen. Wir haben schon relativ lange überlebt, aber wir brauchen jetzt dringend was zu essen. Wir können kein Feuer machen, das heißt, wir können nichts braten. Das heißt, wir brauchen irgendwas, dass wir was zu essen kriegen. Unbekannte Frucht. Essen. Lebensmittelvergiftung. War so klar, dass das so jetzt kommen muss, ne? Das hasst uns einfach. Wir essen gerade einfach alles. Wir finden so aber auch heraus, falls ich nochmal sterben soll. Sterben sollte, was wahrscheinlich sein wird. Was man essen sollte und was nicht. Ich werde auch nie wieder... Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist schon wieder weggepackt. Wir werden jetzt oben was trinken. Und hoffen, dass wir dadurch es vielleicht überleben. Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall was machen werde. Ich werde mehr... Also ich muss mich mehr aufs Sammeln konzentrieren. Ganz besonders was... Bananen angeht, Kokosnüsse. Also wenn ich sterben sollte, dann weiß ich das auf jeden Fall. Ich muss mehr sammeln. Ich hätte bestimmt mehr Essen sammeln können. Und dann hätten wir jetzt das, was ich jetzt hier gerade für ein Problem habe, nicht hätten wir nämlich. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen. Es ist alles offen und außer Wasser. Geil. Cool. Ameisen. Ich kann kein Feuer machen. Das ist die Scheiße. Essen. Sollen wir es wagen oder dann müssen wir rein? Ach nein. Oh Scheiße. Ich habe schon wieder Halluzinationen. Komm, wir riskieren es. Ich fresse jetzt diese Pilze. Oh, ich hab... Oh, Scheiße, Alter. Mir kommt schon wieder kalt den Rücken hoch, ne? Ich könnte kotzen. Guck mal, da unten sind noch Leuchtpilze. Wir fressen jetzt einfach Pilze. Wieso? Wir merken uns... Gelbe Pilze sind okay. Das sind die gelben Pilze. Ah, nein, das sind gar nicht die. Okay, gut. So, wir fressen jetzt einfach Pilze. So, was machen die Pilze? Keine Ahnung, essen. Minus 1 Parasit. Wir probieren uns jetzt durch. Anders geht's ja jetzt hier nicht. Wir essen jetzt einfach alles, was wir finden. Da sind nochmal welche. Super. Ganz ehrlich, das musst du jetzt. Go back. Go back. Ich hab hier schon wieder was, okay. Komm, das machen wir weg, das geht. Okay. So, herstellen. Wir müssen. Warum funktioniert das nicht? Ach, bestimmt wird es ein antiseptischer sein muss. Okay, scheiß drauf.
Boah, Alter, dieses Spiel macht mich fertig, ne? Ich kriege hier schon wieder. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon wieder überall Gänsehaut am Körper und könnte kotzen. Aber ich bin gleich tot, die Geistes. Die Gesundheit geht runter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Da war eine Schlange, das ziehen wir uns eh wieder durch. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, das war's. Du bist gestorben durch Gift, ja. So. Jetzt wollen wir. Alle guten Dinge sind drei, ne? Zweimal bin ich schon gestorben. Jetzt machen wir mal drei, weil wir haben jetzt aber auch ein bisschen mehr Wissen, also ich zumindest, was die Pilze angeht. Hello? Can anyone hear me? Und guck mal, ja. Nicht so was hier schon sehen. I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. Fuck. Ja, das kannst du laut sagen. Fuck ist das richtige Wort. Dann lassen wir kurz fallen. Nehmen die mit. Die überhalten. Guck mal. Das Spiel meint es diese Runde sehr gut mit uns, weil wir können jetzt schon Stock und Stein herstellen. So, dann picken wir die gleich auf. Nehmen die mit und jetzt haben wir sie nämlich gleich im Rucksack. Das heißt, wir können sie trinken und essen. Das macht die Sache gleich viel besser. So. Wir werden jetzt hier relativ zügig durchschubsen. Guck mal, da ist schon wieder eine Schlange, Alter. Die wollen mich doch verarschen. Als ob es im Dschungel so viel Fleisch, Schlangen gibt. Gucken jetzt diesmal ein bisschen. Wir werden dieses Mal ein bisschen was anderes machen. Ich will diesmal nicht sterben. Egal was passiert, wir werden diese Runde nicht sterben. Nehmen wir aus. Okay. So, wir gehen jetzt direkt wieder zum Camp.
Bloß der Unterschied ist, wir sammeln diesmal ein bisschen was ein. Wie lange ist denn diese Kokosnuss haltbar? Wir müssen mal kurz gucken. Guck mal. Schnecke, die nehmen wir nicht mit. Schnecken lassen wir liegen. Wundert euch nicht, ich werde jetzt hier einfach ein bisschen durchpushen, ne? Weil ich mir sage, dass ich das brauche und das möchte. So. So, waren das die guten Pilze? Wir werden es jetzt heraus essen. Passt. Essen wir gleich an. Ooh, it's a map. Or at least what's left of it. Das muss ich da gleich mitnehmen. Stock. So. Hoch, so, Feuer, Feuer. So, in der Zeit, wo wir jetzt die Itzhunder suchen, nehmen wir das gleich mit. Das wissen wir, was wir brauchen. Und dahinter nehmen wir diesmal die mit. Das ist eine Heilpflanze, die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Gestern, also in der letzten Folge sozusagen. So. Bei Schnittwunden ist die ganz gut. So, hier kommen Pilze. Mit. Die werden wir auch gleich verzehren. Um zu gucken, ob die gut sind. Die geben sogar 1 minus Parasit. Wir beheben uns die auf. Die hebe ich mir jetzt auf. Da ist hier vielleicht noch eine Kokosnuss. Nee, aber noch mal gleich. Pizza. Okay. Oh, da sind noch welche. Wir haben jetzt diesmal ein bisschen was, also ich habe dazu gelernt, wie man das dieses Mal, wie wir es dieses Mal schaffen, länger zu überleben. Wir nehmen alles mit und was wir nicht kennen, wird probiert. Guck mal, wie das hier. So, ich weiß, wenn ich die esse, müsste ich essen. Nee, das hat mir gar nichts gebracht, okay. Laufen, gehen weg. Essen. Wir essen gleich. Mal ein paar. So, wir suchen jetzt gerade trockene Palmen. Hier, perfekt. Und da habe ich gleich auch wieder was gesehen. Und es ist weg dadurch, dass ich... Ich hätte es erst ansammeln sollen. Hm. Trockene Palmen. Es ist weg, hier lag eine Nuss. Schade. Noch ein Stöcker, Stöcker, Stöcker. Hier an dem Baum war was. Oh, blaue Pilze. Oh, wollen wir blaue Pilze probieren? Ich habe Angst vor denen, aber egal. Okay, blaue Pilze sind mega. Blaue Pilze sind gut, die geben gut Power. So, ich will euch gar nicht mit diesem Kram jetzt beschäftigen. Ich werde jetzt hier kurz einen Cut machen. Werde kurz
durch das eine nochmal durchspringen, was jetzt kommt, wenn ich hier den, das Zeug trinke. Und dann sehen wir uns eigentlich in der nächsten Folge. Und ich denke, dann sollten wir auch, also dann haben wir das übersprungen und sind dann sozusagen da, wo wir mit unserer Frau das erste Mal wieder Kontakt haben werden. Und es geht ja auch um euch. Und deswegen beende ich die Folge hier. Und sozusagen die nächste Folge springen wir direkt danach, wo dieses Gespräch war. Deswegen sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir werden dieses Mal länger überleben, hoffe ich.